Und raus damit. Heute geht's wieder ganz auf entspannt vom Land auf die Kleinfische. Ich bin seit knapp 2 Stunden hier an dem Spot. Ideal die Stelle für halb AFK angeln, nebenbei ein bisschen kurbeln, ein bisschen YouTube gucken und dabei ordentlich Silber machen. Ja, ich teste ja immer hier an diesen Landstellen auf entspannt, was hier noch alles reingeht und probiere dann auch immer wieder verschiedene Köder, um herauszufinden, welcher Köder denn gerade wieder ganz gut läuft. Ja, und heute auch wieder mal die Maggot-Serie durchgetestet in verschiedenen Farben. Und jetzt bin ich mittlerweile hier bei dem gelben Maggot gelandet, der wirklich ganz gut liefert. Zuvor natürlich auch noch ein bisschen getestet auf den braunen, der auch immer wieder ganz gut ist, oder der schwarze Maggot. Und jetzt, wie gesagt, komplett umgestellt auf den gelben Maggot. Wir gucken uns das gleich natürlich im Detail nochmal an, das Setup. Das Ganze ist natürlich auch schon machbar, wenn man hier nur mit Meeresjig unterwegs ist. Das heißt, man hat vielleicht noch gar nicht 75% im Meeresangeln, sondern ist hier relativ fein und klein unterwegs. Auch dann geht das natürlich ganz gut. Ja, Steinbutt nehmen wir auch gerne mit, lohnt sich auch immer. Und ansonsten ist aber das erste oder das primäre Ziel einfach nur die Aalmutter. Aalmutter, einfach bester Fisch, zack, next. Weil, ja, locker reingezogen und erstaunlich ergiebig vom Silber her, lohnt es sich tatsächlich immer mal wieder, das zu testen und damit den Kescher voll zu machen. 66 Fischis jetzt hier in der Zeit, wie gesagt, knapp 2 Stunden, zwischendurch immer noch so halb AFK gewesen oder mal nicht gekurbelt. Also man kommt da schon noch auf eine etwas bessere Frequenz oder auf ein bisschen mehr, wenn man hier mal konstant durchzieht. Aber auch da bin ich jetzt trotz allem noch ganz zufrieden. Wir gucken gleich natürlich mal rein, wie das ist von der Kohle her, vom Kescher her. Es waren einige aber auch dabei, gerade beim Testen der ganzen Köder und verschiedenen Farben, die dann untermaßig sind. Jetzt teste ich gerade mit 4-mal dem gleichen Maggot, aber mit unterschiedlichen Perlen. Da wird es natürlich schwierig herauszukriegen, welche Perle da am besten funktioniert oder welche Perlenkombi da am besten funktioniert. Dafür müssten wir jetzt natürlich gucken, wenn wir den Fisch rausziehen oder bevor wir ihn rausziehen, wie hängt der Fisch, an welchem Haken hängt er quasi dann hier dran, und das gucken wir uns dann gleich im Detail mal an. So, und da kommt der nächste auch schon hier langsam ran und wir merken uns jetzt, dass der Fisch hier auf der Rotkombi gebissen hat, und wir sehen das ja jetzt hier auch gerade, na, wenn man es denn dann sieht, da ist er dran, also mit der roten Perle, da ist jetzt die Kombination, die hat geklappt, Aalmutter hier wieder dran, und so könnten wir jetzt natürlich sagen, okay, wir haben... Mal eben zurückzoomen. Wir haben hier jetzt das gesamte Setup und auf Rot oder mit roter Perle hat das funktioniert, und dementsprechend könnten wir zum Beispiel das hier auch mal ändern und probieren, ob das dann stärker wirkt, auch im Vergleich zur Gelb-Gelb-Kombination. Vielleicht lockt das mehr. Vielleicht lockt aber auch noch mehr einfach der komplett rote. Da machen wir den auch nochmal dran. Und dann testet man sich einfach so Stück für Stück die Farben durch und versucht hier die passende Farbe zu finden, die dann für die Fische gerade interessant ist. Die Farben ändern sich natürlich immer wieder. Das kann sich vom Wetter her ändern. Das sind natürlich die Vorlieben der Fische, die sich alle paar Tage dann auch irgendwann mal wieder ändern. Aber wie gesagt, speziell auch immer die Wetterverhältnisse, Sonnenschein, Regen, Temperaturen und so weiter. Das hat immer wieder Einfluss auf die Vorlieben der Fische, auf die Farben und auf die Formen der Kunstköder. Das müssen wir immer ein bisschen berücksichtigen und dementsprechend immer testen, testen, testen. Ganz klar. Ja, jetzt wie gesagt hier 2 Stunden schon an der Stelle. Ich merke, es wird gerade ein bisschen weniger. Da war vorhin deutlich mehr. Aber ja, ein bisschen ziehe ich jetzt hier noch durch. Vielleicht geht da noch ein bisschen was Schönes rein. Einfach mal hier, zack, da geht der nächste auf Jig. Es waren einige Muscheln auch schon mit dabei, also ganz kunterbunt. Wir gucken gleich natürlich mal in den Kescher rein, wie das Ganze denn so aussieht.
Und auch hier, wenn wir jetzt hier mit den gleichen Ködern unterwegs sind, müssen wir natürlich gucken, wo beißt der Fisch? Und wir zoomen mal ran. Der ist jetzt ganz, nee, nicht ganz unten, auch wieder auf der Gelb-Rot-Kombi. Ganz kleiner Schellfisch jetzt. Vielleicht scheint das hier besonders gut zu locken. Dann haben wir das jetzt hier einfach dreimal dran und können sagen, alles klar, die Kombination scheint zu locken. Ansonsten natürlich auch nochmal wieder andere Perlen testen. Ne? Also ich glaube, wenn man zweimal eine Kombination hat, die funktioniert, dann ist das doch schon ganz gut. Ansonsten, wie gesagt, wenn man das noch gar nicht hat mit diesen extra Lockmitteln, dann einfach natürlich nur mit dem Maggot einfach durchziehen auf dem Jigkopf. Ganz locker hier durchjiggen und gut ist. Tempomäßig bin ich gar nicht so schnell unterwegs. Tempo 30 jetzt hier. Ich habe das aber auch schon häufig gemacht. Einfach hier mit Tempo 50. Plus Shift habe ich auch schon mal gemacht. Zack. Einfach in den Jig rein. Immer eine Drehung. Zap. Und dann läuft das. Oder einfach nebenbei eben hier auf der Tastatur. Da muss man gar nicht irgendwie großartig hingucken. Hat die Maus nicht die ganze Zeit in der Hand. Kann dann einfach so halb AFK, wie gesagt, mit der Tastatur, ich habe das ja immer auf der Null gelegt, hier das Einkurbeln, einfach noch locker ein bisschen was angeln und dann kurbelt man sich die Fischis einfach so rein, zack, automatisches Einkurbeln. Wenn du das automatische Einkurbeln noch nicht kennst, ich verlinke hier nochmal ein Short-Video, unter 60 Sekunden, komplette Information und nicht mal eine Minute und du bist 100% schlauer. Ist das nicht der Hammer? Absolut krass. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Ganz unten drauf gebissen? Nee, auf einen roten gebissen. Auf den roten. Aber den wollen wir eigentlich auch nicht, den Seeskorpion. Es sei denn, du willst einen Seeskorpion, wenn es gerade einen Kaffeeauftrag gibt, dann kann man da natürlich mal versuchen, den gezielt mit roten Maggot zu beangeln. So, apropos Kaffee, wir gucken mal eben rein. Kaffeeaufträge, da sind sie tatsächlich gerade drin. Na, da muss ich, nee, muss ich nicht. Ich muss nicht mehr, ich habe schon genug da. Kurz nach Größe sortieren. 6 Stück haben wir die ersten 100 Silber schon drin. Den Rest haben wir hier aber nicht. Lump, ja, gestreifter Seewolf, also nicht in den Größen. Seehecht, auch äußerst selten hier vom Land aus. Seewölfe schon mal so mit 2-3 Kilo. Lump auch nochmal mit 2-3 Kilo. Das kriegt man auch immer mal wieder da hinten an diesem Affenfelsen. Das geht auch mal ganz gut. Ansonsten gucken wir hier nochmal rein. In Gänze jetzt mal eben nach. Gucken wir noch mal kurz in der Fangzeit. Da müssen wir jetzt bei 2 Stunden, ja, 15 Minuten. Sagen wir mal rund 2 Stunden. Dann haben wir die AFK-Zeit da auch noch raus. Also, zack, sortiert. Und wir haben hier ein paar Muscheln drin. Wir haben hier richtig schön die Aalmuttern mit dabei, die auch von der Kohle her super sind. Natürlich auch ein paar Steinbutt mit drin. Also, das Ganze lohnt sich doch schon. 800 noch was Silber plus Kaffeeauftrag, 900 Silber, einfach vom Land aus, ohne Bootsticket, halb AFK, man kann zwischendurch mal einen Kaffee machen gehen, man kann mal schnell in die Küche was machen gehen, zack, geht wieder zurück, kurbelt ein bisschen und so weiter. Super praktisch, ich finde das immer super genial, wenn man eben nicht diesen Druck im Nacken hat, oh Mann, ich habe jetzt ein Bootsticket, muss jetzt hier 3 Stunden, 5 Stunden oder auch nur 2 Stunden durchziehen konstant, ist halt immer ein bisschen mies. So macht das aber auch Bock. Prozent habe ich übrigens auch bekommen fürs Grundangeln. Und zwar nach diesen ganzen kleinen Aalmuttern dann beim ersten Steinbutt ging dann auch auf einmal wieder Prozent rein fürs Meeresangeln. Ja, so viel dazu. Kratsching, verkaufen wir das Ganze. Ich mache gleich noch ein bisschen weiter. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.